So, und damit recht herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier bei Patricia 2. So, wir müssen mal gucken, was unser Wohnraum sagt, ne? Giebelhäuser sind auch gut, Kaufmannshäuser könnten den Ausbau gebrauchen. Gucken wir mal, ob wir dafür noch genügend Baumaterialien haben. Naja, ein bisschen was müssen wir kaufen tatsächlich. Ein bisschen was müssen wir tatsächlich kaufen. So, dann machen wir mal Holz rüber. Was wir auf jeden Fall mal machen können. Gucken mal, ob wir noch die eine oder andere Stadtwache vielleicht ausbilden können. Aber die brauchen wieder Bettler. Dann machen wir mal 20 Tonnen Getreide, dann haben sie erstmal eine Weile was. So, was sagt denn der... Was sagt denn der Landesfürst? Fürst ist zufrieden mit den Lieferungen. Na, schon ein bisschen gesunken, habe ich das Gefühl. Ne? Warenverkauf, Getreide für 125 und Holz für 67. 125 und 67. Dann gucken wir gleich mal. Ja. Können wir beides direkt sogar komplett verkaufen. Könnten wir beides direkt verkaufen? Schau mal einer, guck. So. Wollen wir hier mal kurz einen Blick drauf werfen? Holz haben wir genug. Gut. Eisenerz können wir wieder ein bisschen verschachern. Ich würde fast sagen, Scarborough, das rentiert sich tatsächlich nicht. Scarborough werden wir, glaube ich, wieder niederreißen. Das lohnt sich, glaube ich, nicht. Da werden wir, glaube ich, mal wieder ein bisschen was wegrationalisieren müssen. Das hat dann den Vorteil, wir sparen wieder einiges an Grundsteuern ein. So, tja, wirklich ein bisschen Fisch können wir mitnehmen. Einmal Fleisch vielleicht. Da müssen wir erstmal gucken, dass wir unser Holz wieder loswerden. So, Fisch haben wir hier direkt los, wunderbar. Eisenerz, Eisenwaren können wir wieder mitnehmen. Fleisch können wir mitnehmen. Ich. Ja. Sollte aber erstmal so weit passen. Sind wir endlich wieder Bürgermeister hier, ne? Kann man wieder das sagen in City. Big City Life. Aber. Ja, jetzt werden wir gleich wieder ordentlich was los. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem, dass wir in Scarborough die Sachen nicht effektiv direkt an die Stadt verkaufen können. Wenn wir das genauso hätten wie in... in Reichshafen, dann hätte ich gesagt, macht das Sinn. Aber wenn wir uns mal die Preise hier angucken, das ist nicht so doll viel Unterschied. Das ist ein bisschen das Problem.
So, dann holen wir mal gleich wieder Baustoffe. Dann werden wir sowohl in Scavenger als auch in Malmö vielleicht nochmal erweitern. Malmö würde ich eigentlich ganz gerne, wie gesagt, nochmal so ein bisschen Rolle erweitern. Das wäre mir eigentlich nochmal recht. So, währenddessen müssen wir natürlich weiterhin die Augen offen halten nach Schatzkarten teilen. Nicht, dass ihr irgendwie auf die Idee kommt und uns hier den Schatz wegschnappten. Das wollen wir natürlich vermeiden. Guck mal überall nochmal hier durch. Überall, wo wir noch Kneipen haben, wo wir direkt reingucken können. Oh, die versuchen den Ausfall. Naja, aber der wird kläglich scheitern, glaube ich. Der Ausfall dürfte kläglich scheitern. Jetzt haben wir bloß noch Riepen und dann haben wir alle Städte schon wieder durch, ne? Haben wir leider schon wieder alle Städte durch. Können wir nur in regelmäßigen Abständen immer mal gucken, ob hier wieder einer auftaucht mit einer Karte. Wie gesagt, das wird sonst kritisch, ne? Nicht, dass uns hier einer die Information von der Nase wegschnappt. Haben wir schon 10.000, glaube ich, wieder investiert. Das will ich natürlich vermeiden. Hier scheinen sie aber in anderen Städten rumzulungern. Im Moment sind sie anscheinend hier nicht. So, Holz und Getreide, 104 und 58. Ich glaube, da können wir direkt wieder Warenverkauf machen. Ne? Na, zumindest unser Holz. Zumindest das Holz. Eisenerz würden wir hier loswerden. Für 1048. Oh. Na dann. Ich mal sagen, machen wir das mal, wa? Wollen wir mal, ob wir das vielleicht loswerden? Oh, dauert aber, ob wir immer das X kriegen. So, rüber mit dem Eisenerz. So, dann werden wir das erstmal verscherbeln. Das machen wir, glaube ich, gleich. Das machen wir, glaube ich, mal gleich. Scheinen aber auch immer die gleichen Informanten zu sein. Ne? Ich dachte, wir sind jetzt tatsächlich mal verteilt welche. Hier ist nochmal einer. Ah, na endlich. So, dann werden wir auf dem Rückweg nämlich gleich unseren Schatz heben, sofern wir den noch kriegen, was ich hoffe. So, Stadt und Konvoi. Eisenerz rüber. Dafür Getreide und Holz. So, und dann verkaufen wir ihm das nämlich mal. So. Na, hat sich gelohnt, ne? Ordentlicher Preis. Jetzt können wir auch direkt verkaufen. Das hat sich doch mal gelohnt. Und die Einwohnerzahl ist schon ein bisschen gestiegen, seht ihr?
So. Vielleicht noch mal ein bisschen die Einwohnerzahl erhöhen hier. So, dann gucken wir mal. Hier haben wir sogar noch mal Getreide los. Ups, das war ein bisschen viel. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg. Bei meinem Glück wird der Schatz genau in dem Moment gehoben, wenn wir da ankommen. Ihr kennt ja immer mein Glück. Das würde mich tatsächlich nicht wundern, wenn dem so wäre. Hier haben wir mal einen glücklichen Moment gerade erwischt. So, es müsste irgendwo im Norden sein. Hier so. So, Werkstatt in Reichshafen. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. So, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe mal, dass wir endlich mal einen Schatz kriegen, der ein bisschen was bringt. Hm? Naja, das scheint wieder nicht so viel gebracht zu haben, ne? Wieder nur so wenig. Ach Gott. Die verarschen mich immer, die Matrosen, ne? Die ziehen mich erst ordentlich ab. Und dann kriege ich hier so ein Almosen dafür. Hm. Das ist echt wenig. Am 4. Juli, aha. Wir hatten tatsächlich auch schon Schätze, die waren teilweise fast 1 Million wert oder so, ne? Also da ist das hier wirklich mehr als nur kärglich. Da haben wir wirklich schon mal mehr für bekommen. Tatsächlich schon mal mehr bekommen. So, hier nehmen wir auch mal für 350 ein paar Eisenwaren mit. Hm. Hm, der wäre nach Rival. Nach Rival wollen wir sowieso als nächstes. Dann mal auf. Oh. Das ist gut. Wollen wir uns mal wieder ein Schiff sichern. Der hat mal wieder minderwertige Waffen an Bord. Hm? Für den Treffer, den wir da abbekommen haben, hätten wir eigentlich mehr Schaden kriegen müssen. Ich meine, gut für uns, aber... Wundert es mich umso mehr, dass wir so wenig Schaden gerade bloß bekommen haben. Ich meine, der Bursche hat uns mit einer Bombarde getroffen.
Das wundert mich ein bisschen gerade. So, hier hatten wir, glaube ich, noch... Ach nee, es war in Riga. In Riga haben wir noch Restbestände von Holz irgendwo liegen. Da werden wir noch mal ein bisschen was nachholen müssen. So. Haben wir noch mal ein Eskortenschiff bekommen. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht auch noch einen Auftrag kriegen. Ein Schmuggelauftrag. Schmuggeln bin ich nicht so der Freund von. Das geht zu oft schief. Mal nehmen wir die letzten Holzreserven hier nicht mal mit. Machen wir nochmal einen Abstecher nach Dingsbums Danzig. Die Besatzung entlassen wir auch schon mal. Das bisschen Ansehensverlust nehmen wir mal in Kauf. Und dann runter mit den Waffen. So, wie viel passen denn hier maximal drauf? Ist noch ein alter Holk. Hm, schade. Ist leider noch ein alter Holk. Hätte es sich vielleicht sogar gelohnt, den aufzuheben, aber... Und den wollen wir natürlich nichts beibehalten. Oh, die haben kein Eisenerz mehr. Ah. Ein weiterer Hansetag. Und dann gucken wir mal, was wir da Großartiges zu besprechen haben. Sitzungssaal. Hohes Bußgeld gegen Scarborough wegen Piraterie. Da stimmen wir mal dafür. Wir wollen ja mal für Gerechtigkeit sorgen. Aber aktuell sind wir noch auf Platz 1. Boah, was für nebliges Wetter. Was für ein nebliges Wetter. Hier haben wir tatsächlich mal ein bisschen Hanf bekommen. Ich bin ja begeistert. Ich bin ja hellauf begeistert. So, der Rest ist allerdings ziemlich teuer. Ne? Hier könnte man noch ein bisschen Leder mitnehmen. Einmal Wolle nur. Und dann fahren wir die Strecke hier nämlich nochmal in Ruhe ab. So, wie wurde denn entschieden? Mit 20 zu 18 Stimmen wurde ein Antrag auf ein hohes Bußgeld gegen Scarborough abgelehnt. Na super. Naja, erlassen wir mal. Sind zwar 23.000 Gulden weg. Aber wir kriegen direkt noch mal ein bisschen Ansehen dafür. So. Theoretisch, wenn wir noch ein bisschen Hanf kriegen, könnten wir noch mal ein Schiff bauen. Theoretisch soll es ja immer angeblich in Rostock nochmal Hanf geben. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder ein paar Matrosen auf unserer Gneisenau. Da ist nicht mehr wirklich viel drauf. Hm. Haben wir mal wieder ein paar Matrosen dazu. Oh ja, hier ist mal Hanf günstig. Wunderbar. Können wir uns gleich nochmal einen Holk bauen?
Oh, Leder ist ja auch ein bisschen günstig. Oh, den Rest. Den Rest können wir pfeifen. Oh. Ja, der ist ja mutig. Der ist ja mutig, sich mit mir anzulegen. Verarschen wir ihn da wieder? Das ist immer cool, dass diese Taktik fast immer klappt. Einwandfrei. Haben uns noch mal einen Kreier geschnappt. Und sogar alle Waffen behalten. Cool. Wunderbar. So, meine Freunde. Da wir gerade in Lübeck ankommen, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Nächste Folge werden wir dann gucken. Wie gesagt, ich würde ganz gerne nochmal die ein oder anderen Betriebe umpositionieren und auch natürlich noch ein bisschen ausgleichen. Gerade in Reichshafen, weil wir da halt lukrativ direkt an die Stadt die Waren verkaufen können. Da müssen wir nicht extra durch die ganze Hanse für, fahren. Da werden wir also noch ein bisschen expandieren wahrscheinlich. Gerne wieder fleißig das Däumchen drücken, fleißig kommentieren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hier bei Patrizia 2. Dahin immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel und ciao, ciao.